Seit ihrem Sieg bei DSDS im Jahr 2013 geht es für Beatrice Egli immer weiter bergauf. 2024 kehrt sie als Jurorin zur Castingshow zurück. Daneben steht eine neue Tour an. Und damit nicht genug, kürzlich erklärte die 35-Jährige, sich auch als Schauspielerin ausprobieren zu wollen. Für umso mehr Verwirrung sorgen die neuesten Informationen zu ihrer eigenen Sendung, der Beatrice Egli Show. Überraschend wird das Format plötzlich nicht mehr in der ARD gezeigt. ARD-Sender planen bei Beatrice Egli um. Wie zunächst Schlager.de berichtete, ist der nächste Sendertermin für die Beatrice Egli Show der 6. April. Die Ankündigung erfolgte allerdings nur seitens des NDR und MDR. Zuletzt lief die Sendung in der ARD, nun offenbar nicht mehr. Dabei war erst einmal unklar, ob am 6. April womöglich nur eine Wiederholung gezeigt wird. Nun steht fest, am 6. April gibt es tatsächlich eine neue Ausgabe des Formats zu sehen. Dies wird in einem Pressetext verkündet. Darin heißt es konkret: Schlagerstar Beatrice Egli freut sich auf eine neue Ausgabe ihrer Samstagabend-Show im SWR, MDR, SRF und erstmalig im NDR. Danach ist die Sendung auch in der ARD-Mediathek zu sehen. Warum die Sendung nun zu den dritten Programmen abgeschoben wird, ist nicht wirklich ersichtlich, da die Quoten zuletzt durchaus überzeugen konnten. Laut DWDL erzielte die Beatrice Egli Show im November 2023 14,3% Marktanteil beim Publikum ab 3 Jahren. Die guten Werte der April-Ausgabe wurden damit bestätigt. Immerhin, mit dem Schlagerformat wird es auch nach dem April weitergehen. Ein Sendersprecher des SWR stellt bei Ippen Media klar: Wir freuen uns über den Erfolg der Beatrice Egli Show, arbeiten an Fortsetzungen, sind sehr konkret in den Programmplanungen und Vorbereitungen. Wir werden Näheres dazu bald mitteilen. Beatrice Egli zögerte bei DSDS. Dass Beatrice Egli dieses Jahr zusammen mit Dieter Bohlen in der Jury von DSDS sitzt, ist derweil weniger selbstverständlich, denn das Verhältnis zwischen den beiden war nicht immer rosig. Bevor ich zusagte, hatten wir ein sehr, sehr langes Gespräch. Ich wollte mit Dieter ein paar Dinge klären, offenbart die Sängerin im Interview mit der Aargauer Zeitung. Vor wenigen Jahren erklärte Egli in ihrem Podcast Bauchgeflüster, ihr sei damals eine Gewichtsabnahme nahegelegt worden. Bohlen sei zudem der Meinung gewesen, sie solle mehr auf Englisch singen. In besagtem Telefonat mit dem Pop-Titan sei es dementsprechend um das Thema Wertschätzung gegangen. Anscheinend konnten die beiden zumindest das Wichtigste klären. Ihr Teilnahme als Jurorin bewertet sie als eine Art Neuanfang. Just